Die Mods sind da. Ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 2 Updates und 16 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich wie immer ganz herzlich bedanken bei Peter, Michael und Ernst für die Abos. Und ich möchte mich auch bei allen anderen Abonnenten bedanken. Wir haben heute die Schallgrenze oder die Halbzeit von 500 Abos überschritten. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es bedeutet mir sehr viel, dass wir so gut vorwärts kommen hier mit diesem Projekt. Und ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Wie immer starten wir mit den Updates. Und wie ihr natürlich schon gesehen habt, befinden wir uns hier auf der Hobos Hollow. Die hat heute ein Update bekommen. Das Update ist auf die Version 1.1.0.0 und ist für PC und Mac. Der Autor Huggies hat also ein Update herausgebracht. Der Changelog sagt, dass der Verkehr verbessert worden sei. Also der KI, der war nicht sehr intelligent hier in diesem Falle auf dieser Karte. Der Sorghum-Wachstumsplan wurde in die Sommerernte geändert, um ihn an Real Life anzupassen. Grundstückpreise wurden reduziert und kleinere Änderungen an der Wirtschaft wurden vorgenommen. Falls ihr die Karte noch nicht kennt oder diese gerne mal anzocken möchtet, dann könnt ihr gerne mal in einen unserer Community Streams kommen. Wir hatten zum Beispiel gestern einen, da haben wir einen Multiplayer Stream gemacht, wo verschiedene Spieler mitgeholfen haben, die Aufträge zu erfüllen. Und wir hatten einen Heidenspaß. Bitte einfach mal den Stream oben links jetzt dann angucken. Hier der Link oben rechts wird der gleich erscheinen. Das zweite Update kommt von Daniel Modding und Satan. Für deren Mod verringerte Motorbremswirkung mit einer Downloadgröße von 14 kb in der Version 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog hier sagt Skriptanpassung an die Version 1.2.0.2. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese Robert GMC, kommt von Paolo 5090R, Downloadgröße 30,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit 5 verschiedenen, sagen wir mal, Schaufeln oder Gabeln zum Abstechen von Silage, kann aber auch für Mist und alle anderen Fruchtarten verwendet werden. Wir haben hier die Version GMC 170 für 7.900 Euro und einem Volumen von 850 Litern. Wir haben die 190er Version für 8.200 Euro für 950 Liter. Wir haben die 210er Version für 8.600 Euro für 1.050 Litern. Dann haben wir die 230er Version für 8.900 Euro und 1.150 Litern. Und zu guter Letzt die GMC 250 für 9.200 Euro mit 1.250 Litern. Wir schauen uns nur eine davon an und zwar eben, wie gesagt, der Preis haben wir genannt. Dann haben wir den Ankupplungstyp, der geändert werden kann von Manitou zu Teleskoplader, Frontlader, Stoll, JCB und Kompaktlader und Radlager und zurück wieder zum Manitou. Also wir haben hier die verschiedensten Möglichkeiten, dies zu verwenden an verschiedene Gerätschaften. Hervorragend. Des Weiteren gibt es hier keine Konfigurationsmöglichkeiten und diese Konfiguration bezüglich des Ankupplungstyps, die gilt natürlich für alle anderen Gerätschaften hier auch. Wir kommen zur nächsten neuen Mod und zwar ist dies die FarmTech Durus 2000, kommt von Polycount, Downloadgröße 10,06 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit standardmäßigen 20 Kubikmetern Ladevolumen, 6,5 Tonnen und einem maximalen Zuladegewicht von 27,4 Tonnen. Der Preis 34.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 28 Kubikmetern. Die Reifenhersteller können geändert werden zwischen BKT, Bredestein, Lizard und Michelin. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich wie immer nicht alle durch, wobei es hier bei Lizard die Option gibt, ein Bandlaufwerk hinzuzufügen. Des Weiteren kann eine Abdeckung hinzugefügt werden, die sieht dann so aus und es kann ein Kennzeichen hinzugefügt respektive geändert werden. Hier gibt es keine Optionen zu der Farbwahl. Wir kommen zum Marinelli CMIP 11 FP300
von PP978, Downloadgröße 4,07 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist es jetzt wieder geschehen, wir haben einen weiteren Grubber in der Klasse unter 3 Metern, wiegt 890 Kilogramm, braucht 130 PS, Arbeitsbreite 2,8 Meter und kostet 6.500 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Es geht gleich weiter mit dem PLN Flugpack von Farm Andrei, Downloadgröße 4,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Flügen, einmal die 335 für 1940 Euro und der Arbeitsbreite von 1 Meter und 10 Zentimetern, braucht 80 PS und Arbeitsgeschwindigkeit 9 km/h. Die etwas größere Version ist die 435er mit einer Arbeitsbreite von 1,40 m, dem Preis von 2.130 Euro und braucht 130 PS. Dann haben wir die größte Version, das ist die 535er Version, die wiegt 875 Kilogramm, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,70 m, 9 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und den Preis von 2.320 Euro. Bei allen dieser Pflüge ist es möglich, das Design zu ändern und zwar einmal eine Zusatzschare hinzuzufügen und dann kann der Ankupplungstyp geändert werden von Universal zu MTZ, also ich nehme mal an eine russische oder eine polnische Marke, das ist auf jeden Fall hier die Möglichkeit hier. Bei der Hauptfarbe können wir aus einer ziemlich vintage angehauchten Farbpalette wählen. Als nächstes haben wir den DPW 1800 von Kyla Modding, Downloadgröße 1,91 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Ballensammelwagen kommt mit einem Gewicht von 4,8 Tonnen und dem Preis von 19.500 Euro. Hier kann das Design geändert werden und zwar kann der Aufbau hinzugefügt werden. Hier kann ein Kennzeichen natürlich auch noch mit angebracht werden. Wenn ihr jetzt gefragt habt, wo denn der Unterschied zum eigentlichen Fliegel DPW 1800 ist, dann können wir dies beantworten, indem das hier eine Erweiterung hinzugefügt worden ist, die man mit der X-Taste aktivieren kann, so damit noch mehr Ballen aufgenommen werden können. Vorsicht, dies ist kein Autoload-Trailer. Die nächste neue Mod heißt Reta FG45, kommt von BM Modding und Lexic, Downloadgröße 4,39 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies ein Forstgreifer, der natürlich an einen Frontlader angebaut werden kann, hat ein Gewicht von 650 Kilogramm und kostet 3000 Euro. Hier gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Der Bauer V30 kommt von Agrardesign Austria mit der Downloadgröße 7,32 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Ladevolumen von 3100 Liter, einem Gewicht von 1,9 Tonnen, braucht 35 PS, Arbeitsbreite 7 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h, der Preis 18.000 Euro. Hier können noch Dekoschläuche angebracht werden, die auch farblich angepasst werden können. Also hier die Hauptfarbe betrifft die Farbe des Dekoschlauches. Hier gibt es keine Möglichkeit, ein Nummernschild hinzuzufügen. Der Kraftstoffanhänger kommt von Raul E. Christi vom VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 3,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese mit einem Ladevolumen von 1500 Liter natürlich für Diesel, einem Gewicht von 1,1 Tonnen und dem Preis von 6500 Euro. Die Reifenvarianten hier können geändert werden zwischen Standard, Standard 2, Standard 3, Standard 4 und wieder zurück zu normalem Standard. Die Hauptfarbe können wir wählen aus einer erweiterten Standardpalette, genauso wie die Designfarbe und die Designfarbe betrifft den Rahmen. Hier gibt es noch die Möglichkeit, das Nummernschild hinzuzufügen, respektive zu ändern. Der Olimac Draco GT kommt von RL Modding, Downloadgröße 14,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Schneidewerk für Mais und Sonnenblumen kommt mit einem Gewicht von 5,1 Tonne. Braucht 380 PS, hat eine Arbeitsbreite von 9 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis hier 78.000 Euro.
Bei der Konfiguration kann ausgewählt werden, ob das die normale Version ist oder die Spezialversion. Des Weiteren gibt es keine anderen Konfigurationsmöglichkeiten. Wichtig ist zu erwähnen, dass bei diesem Schneidewerk direkt die Mulchmaschine mit aktiviert werden kann. Also hier kann definitiv gleich geerntet und auch gemulcht werden. Das Leguan Cutter Trailer Pack kommt von JMC, Downloadgröße 1,58 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dies mit zwei Schneidwerkswagen, und zwar einmal dem 24er für 4.000 Euro und dem 40er für 8.000 Euro. Bei beiden können die Hauptfarbe geändert werden aus der Standardpalette, wie auch die Felgenfarben genauso aus der Standardpaletten. Natürlich kann auch hier das Nummernschild hinzugefügt werden. Dann kommen wir zum John Deere 110 4x4. Der kommt von Sloyd's Modding, Downloadgröße 10,32 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Gerät für die Hofarbeiten im kleinen Stil. Und zwar kommt dieses Pack mit 5 verschiedenen Gerätschaften und zusätzlich natürlich dem Antriebsgerät. Einmal diesen 110 4x4, kommt mit 41 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 20 Litern, Maximalgeschwindigkeit liegt bei 20 km/h und das Gewicht bei 2,4 Tonnen. Der Grundpreis hier ist 4.850 Euro. Hier bei der Konfiguration kann entschieden werden, ob eine Kapuze draufkommt, also ein kleines Dach. Dann kann hier entschieden werden, ob noch Lichter montiert werden, welcher Auspuff verwendet werden soll. Einmal den alten Auspuff, verchromter Auspuff, Chromauspuff mit Filter. Die Anhängerkupplung kann geändert werden von Standard zum 3-Punkt und zurück. Die Reifenvarianten gibt es hier, die Standard, die Gewicht 1, 2 und dann die Duals, auch wieder mit zwei Gewichtsarten und zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann geändert werden zwischen dem John Deere Grün, dem Gelb und dem Schwarz. Und die Felgenfarben kann gewählt werden zwischen Gelb und Schwarz. Das zweite Gerät in diesem Pack ist der kleine Gartenpflug, kostet 500 Euro. Hat ein Gewicht von 150 Kilogramm, braucht 10 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,50 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Danach gibt es den 21 Mehrzweckanhänger mit einem Ladevolumen von 2,5 Kubikmetern, einem Gewicht von 2,4 Tonnen und kostet 2.500 Euro. Als nächstes haben wir das kleine Gartenmähwerk, Gewicht 204 Kilogramm, 1 Meter Arbeitsbreite und der Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis 1850 Euro. Des Weiteren gibt es einen Rechen, der gebraucht werden kann, um Silage zu verdichten. Das Gewicht hier 124 Kilogramm, Arbeitsbreite 2 Meter und den Preis von 1500 Euro. Und als letztes gibt es noch den Schneepflug, und zwar mit einem Gewicht von 330 Kilogramm, einer Arbeitsbreite von 2 Metern und der Arbeitsgeschwindigkeit von 5 km/h. Der Preis hier 1200 Euro. Dann kommen wir zur nächsten Mod, und die heißt Anhebbare Paletten. Kommt von Joos, Downloadgröße 47 Kilobyte in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier ist es so, dass alle Produktions- und Tierpaletten jetzt ein festes Gewicht von 100 Kilogramm haben. Das heißt, die können einfach ohne Power-Tools und ohne irgendetwas von Hand gehoben werden. Ganz einfach von Hand gehoben werden, da nicht mehr zu schwer. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Weiden im Freien, kommt von Camilosch 0397 mit der Downloadgröße von 5,73 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier einmal eine Kuhweide zum Preis von 25.000 Euro. Beherbergt 40 Kühe, braucht hier, glaube ich, so wie ich sehe, kein Wasser, sondern nur Futter. Und zum anderen kommt ein Schafgehege in dieselbe Art und Weise, auch eine Schafweide mit 45 Tieren. Hier braucht auch kein Wasser hinzugefügt werden und kann natürlich mit den entsprechenden Futterarten gefüttert werden. Die nächste neue Mod heißt die Güllefabrik von
FSPT. Downloadgröße 1,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist diese Stätte hier. Damit kann aus Stroh Gülle produziert werden. Also eine Einheit an Stroh bringt 3 Einheiten an Gülle. Hm, interessant. Das könnte sehr spannend sein. Denn meistens weiß man gar nicht, was man mit dem Stroh machen soll. Hier kann man in 480 Zyklen pro Monat also Stroh zu Gülle veredeln. Die nächste neue Mod kommt von Dogface und heißt Lagerung von Wurzelfrüchten. Downloadgröße 2,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies schaut so aus. Dies ist diese Lagerhalle hier. Fassungsvermögen von 800.000 Litern, 80 Euro Wartung pro Tag. Ja, das ist dies hier. Gilt natürlich zur Lagerung von Kartoffeln und Rüben und kostet 100.000 Euro. Die letzte neue Mod, die ich heute vorstellen kann, ist das Silos VTC Plus Erweiterung von Maca. Downloadgröße 8,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich zu finden zum einen unter Silos und da gibt es eine Version für 110.000 Liter, das ist die 110er, dann die zum 120.000 Liter, 330.000 Liter und 440.000 Liter. Der Preispunkt liegt zwischen 32.000 und 128.000 Euro. Dazu gibt es noch die Erweiterungen von jeweils 110.000 Litern, also einmal 110.000, 220, 330 und 440.000 Litern. Der Preis hier variiert zwischen 15.000 und 60.000 Euro. Welches war die Mod, die dir heute am besten gefallen hat? Bitte lass mir doch einen Kommentar da, damit ich ein bisschen sehen kann, was dir gefällt oder was gefragt ist. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sind am Ende hier. Ganz, ganz herzlichen Dank. Lass mir doch einen Daumen da, falls dir dieser Inhalt gefällt. Und falls du keine weiteren Videos dieser Art verpassen möchtest, dann lass doch das Abo auch gleich da. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir haben Bergfest überschritten. Es ist Mittwoch. Es geht rasant gegen das Wochenende. Wir sehen uns spätestens morgen beim Livestream um 18 Uhr von der Oldstream Farm. Natürlich mit unserem Oldtimer Equipment. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die 500 Abos, fürs Dabeisein. Ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.